So, ganz herzlich willkommen zur Veranstaltung Kommunen brauchen freie Software. Dortmund geht als Referenzkommune voran. Wie wunderbar, dass die Veranstaltung auf so ein großes Interesse stößt. Das zeigt, dass freie Software im Diskurs kommunaler, über die Zukunft kommunaler IT-Infrastrukturen mittlerweile einen zentralen Platz einnimmt. Souveränes staatliches Handeln muss heute also immer mit freier Software zusammengedacht werden und hängt davon ab. Die Plattform, auf der wir uns heute hier treffen, ist Big Blue Button, BBB. Das kennen sicherlich viele von Ihnen schon. Und es ist auch freie Software. Damit wir mit so einer großen Teilnehmerzahl serverseitig gut durch die Veranstaltung kommen, bitten wir Sie darum, dass Sie alle Ihre Kameras und Mikrofone ausgeschaltet lassen. Vorab noch einen Datenschutzhinweis. Die Inputs, also die Veranstaltung ab jetzt, wird aufgezeichnet und wird von uns später online bereitgestellt, wie auch in der E-Mail eingangs erwähnt. Wir verschicken den Link dann per Mail. Allerdings werden der Chat, die Teilnehmerliste und auch die Fragerunde nicht aufgenommen. Mein Name ist Johannes Näder von der Free Software Foundation Europe. Ich bin dort für die politische Arbeit in Deutschland zuständig, also auch für das Thema Public Money, Public Code, um das es ja hier heute geht. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Free Software Foundation mit Free Software Foundation Europe, mit mehreren Partnern, denen das Thema am Herzen liegt. Die Initiative DoFOS, vertreten durch den Geschäftsführer Christian Nähle, der Verein Offene Kommunen NRW, OKNRW, für die der Mitbegründer Christopher Reinbote heute hier an Bord ist. Herzlich willkommen und begrüßen darf ich auch Eduardo Candeias Schneider von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, KGST. Zum Ablauf: Eingangs werde ich einen kurzen Überblick über das Thema freie Software und Public Money, Public Code geben. Anschließend hören wir ein Grußwort von Christopher Reinbote von OKNRW. Und dann gibt es zwei Inputs: Zum einen von Eduardo Candeias Schneider von der KGST zum Thema Open Source Governance im kommunalen Management und sodann von Christian Nähle von DoFOS zur Situation in Dortmund, die ja der freudige Anlass für die heutige Veranstaltung ist. Wenn Sie Fragen haben während der Veranstaltung, dann schreiben Sie diese doch bitte in den Chat auf der linken Seite. Wir werden innerhalb dieser 1 Stunde nicht zu einer Fragerunde kommen, werden den Raum aber dann im Anschluss für Interessierte noch für eine Viertelstunde oder 20 Minuten geöffnet lassen, sodass wir auch ein paar Fragen noch aufnehmen können. Kurz zur FSFE: Die Free Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Die Voraussetzung dafür ist freie Software. Was ist freie Software oder auch Open Source? Freie Software ist Software, die jedem 4 fundamentale Freiheiten gewährt: Die Freiheit, Software zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten und zu verbessern. Zu verwenden: Die Software kann also ohne Einschränkungen für jeden Zweck von jedem verwendet werden. Die Software kann uneingeschränkt untersucht werden. Dazu muss der Quellcode offen liegen. Sie darf kopiert und weitergegeben werden. Das heißt nicht, dass sie kostenlos sein muss. Man kann mit freier Software natürlich auch Geld verdienen. Das wissen Sie alle. Und es gibt ja Beispiele von ja, durchaus sehr erfolgreichen Unternehmen, die freie Software programmieren und damit auch Geld machen. Und die Software darf verbessert werden. Jeder darf die Software verändern und verbessern. Man darf sie natürlich auch verschlechtern, aber in der Regel ist davon auszugehen, und das ist der Wunsch natürlich, dass, wenn viele Leute daran mitarbeiten, viele Menschen, viele Programmierer, viele Firmen, dass dadurch ein positiver Effekt entsteht und die Software besser wird. Warum freie Software nutzen? Warum sollten Kommunen und Verwaltungen freie Software nutzen? Wir kennen alle die Befehlskette der amerikanischen Streitkräfte. Zuoberst in der Hierarchie steht der Präsident, der als einziger den roten Knopf drücken kann. Die Frage ist nur: Wer hat eigentlich den roten Knopf programmiert und mit welcher Intention? Und vielleicht auch mit welchem Code? Was steht da noch alles drin? Im Kern geht es also um digitale Souveränität, also um vertrauenswürdige Systeme zu schaffen und zu betreiben, müssen Staaten, Kommunen und öffentliche Körperschaften gewährleisten, dass sie die volle Kontrolle über die Computersysteme haben, vor allem auch über die Software. Ja, ein kleiner Überblick über Probleme, die sich in der Nutzung von nicht freier Software, also von proprietärer Software, stellen. Proprietäre Software ermöglicht keine Interoperabilität. Es gibt Probleme oftmals, wenn Anwendungen unterschiedlicher Hersteller zusammenarbeiten sollen. Es gibt den sogenannten Vendor-Lock-in. Man begibt sich mit der Nutzung von proprietärer Software, also die Abhängigkeit vom Hersteller. Ein Wechsel der Systeme ist nicht ohne weiteres möglich.
Kosten sind unberechenbar, nicht kalkulierbar auf lange Frist. Und wenn zum Beispiel der Anbieter zu einem Subskriptionsmodell wechselt oder seine Lizenzen verteuert, jede Änderung muss beim Hersteller angefragt und extra bezahlt werden. Die Lizenzen müssen von jeder Kommune jeweils neu erworben und neu bezahlt werden. Also die Kosten sind höher und auch auf lange Frist immer unberechenbar. Es gibt keine Akzeptanz durch Intransparenz. Bürgerinnen und Bürger wünschen sich Transparenz von der Software, die sie benutzen und die sie benutzen müssen, besonders auch von digitalen Dienstleistungen. Proprietäre Software kann das nicht gewährleisten aufgrund des nicht öffentlichen Codes. Ein Beispiel dafür, das kennen Sie alle, ist es die Covid-App, die in den letzten Jahren ja, auf den allermeisten Smartphones in Deutschland installiert gewesen ist. Anfangs war unklar, ob sie freie Software sein wird oder nicht. Dass sie so gut akzeptiert worden ist, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass klar war, die Daten, die dort bereitgestellt werden, die werden nur für diesen Zweck verwendet, sie fließen nicht ab. Und das ist überprüfbar durch die Transparenz der Software, durch eben den Open Source und Freie Software Status. Investitionen in proprietäre Software sind verlorene Investitionen. Das Geld für Lizenzen ist weg, egal ob die Software besser wird oder nicht. Und schließlich gibt es im Zusammenhang mit proprietärer Software Sicherheitsbedenken, denn sie kann nicht ohne weiteres von unabhängigen Stellen auf Sicherheit geprüft werden. Es kann also Backdoors geben oder auch Sicherheitslücken, die zu Datenabfluss führen und ein Risiko für die Nutzer und auch für die Kommune bedeuten. Wenn man Audits machen will, also Überprüfungen der Software, ist man immer auf die Mitwirkung der Hersteller angewiesen. Die Lösung für diese Probleme ist freie Software. Durch offene Standards ist bei freier Software Interoperabilität stets gewährleistet, also die Zusammenarbeit mit anderen Programmen. Freie Lizenzen verhindern den Vendor-Lock-in, also die Herstellerabhängigkeit. Softwarelösungen oder Programmteile können jederzeit durch Alternativen ausgetauscht werden. Kosten sind kalkulierbar und mittel- bis langfristig sind Kosteneinsparungen möglich. Klar ist natürlich auch, Programmierer müssen immer bezahlt werden. Sparen kann man aber als Kommune die oft hohe Lizenzgebühr und vor allen Dingen auch Steuern, an wen die Investitionen fließen. Beispielsweise sind ja auch Kooperationen verschiedener Körperschaften und Kommunen möglich. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ist eine Kollaboration von den Kantonen in der Schweiz, Uri und Bern, die ein Formular gemeinsam entwickelt haben, was ansonsten hätte ja von jedem Kanton einzeln entwickelt werden müssen mit höheren Kosten. Außerdem gibt es natürlich auch die Möglichkeit der gemeinsamen Beschaffung ohne eine lineare Kostensteigerung. Freie Software ermöglicht jederzeit Transparenz, da der Code offen liegt und lokale Partner werden gestärkt. Investitionen können der lokalen Wirtschaft, besonders lokalen KMUs, zugutekommen, also kleinen und mittleren Unternehmen. Freie Software ist nicht in sich selbst sicherer, aber bringt Voraussetzungen mit, um die Software sicherer zu machen. Der frei verfügbare Code ermöglicht das Auditing der Software durch unabhängige Dritte, wodurch Fehler gefunden werden können, beispielsweise im Rahmen von Hackathons oder von Bug Bounties, unabhängig vom Einverständnis des Herstellers, der bei proprietärer Software immer zustimmen muss. Welche spezifischen Vorteile ergeben sich für Kommunen? Regionalität, Autonomie, Effizienz. Regionalität, hier geht es natürlich um regionale Unternehmen, gerade kleine und mittlere Unternehmen, die starke Partner werden können und die ja, von Investitionen direkt profitieren können. Autonomie: durch freie Software können Lösungen genutzt werden, die passgenau den Bedürfnissen der jeweiligen Kommune entsprechen, nicht den Bedürfnissen des Anbieters und des Herstellers. Effizienz: durch transparente Prozesse muss das Rad nicht ständig neu erfunden werden. Es gilt also das Prinzip einer für alle, alle für einen. Die Free Software Foundation Europe hat vor 6 Jahren die Kampagne Public Money, Public Code gestartet. Dahinter steht ein einfacher Gedanke: öffentliche Einrichtungen, die durch Steuergelder bezahlt werden, müssen die effiziente Verwaltung dieser Mittel sicherstellen. Im Rahmen von der Kampagne Public Money, Public Code haben wir deswegen die Forderung erhoben: wir wollen, dass mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltung entwickelte Software als freie Software veröffentlicht wird. Von allen bezahlter Code sollte nicht privaten Firmen gehören, sondern der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und für alle verfügbar sein. Im Rahmen von dieser Kampagne haben wir Infomaterial entwickelt, zum Beispiel ein Informationsvideo, was öffentlich verfügbar ist auf verschiedenen Kanälen, und eine Broschüre, die sich gezielt an Entscheidungsträger richtet und Argumente,
sowie Best Practices versammelt und auch Wege aufzeigt, um freie Software zum Default zu machen. Es gibt außerdem im Rahmen von Public Money, Public Code einen offenen Brief, den bis heute bereits 34.000 Menschen unterzeichnet haben. Und es gibt eine große Zahl unterstützender Organisationen, darunter Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch viele Kommunen und öffentliche Einrichtungen. Wenn Sie noch nicht dabei sind, dann möchten wir Sie gerne einladen, die Kampagne Public Money, Public Code zu unterstützen. Dann wird auch Ihr Logo hier auf dieser Seite erscheinen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wenden Sie sich, wenn Sie da Interesse haben, gerne im Nachgang der Veranstaltung an mich. Hier finden Sie nochmal meine Kontaktdaten. Vielen Dank von meiner Seite. Also das ist ein kleiner Einstieg. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen etwas Neues erzählen können. Für viele von Ihnen wird das sicherlich aber auch schon vertraut gewesen sein. Ja, dann würde ich jetzt das Wort an Christopher Reinbote vom Verein Offene Kommunen NRW für ein Grußwort übergeben. Ja, hallo zusammen. Schön, dass so viele den Weg hierhin gefunden haben. Ich kann auch an dieser Stelle nur noch mal bekräftigen, die Initiative Public Money, Public Code zu unterstützen. Wir von Offene Kommunen NRW sind auch schon seit einigen Jahren dabei. Und wir freuen uns heute ganz besonders auf und über diese Veranstaltung, weil sie halt auch zeigt, wie fruchtbar es ist, wenn Verwaltung, Politik und bürgerschaftliches Engagement, also das, was man so landläufig heutzutage Community nennt, Hand in Hand arbeiten. Diese Zusammenarbeit war schon immer die Grundlage für unser Barcamp, also unsere zentrale Veranstaltung und unsere anderen Projekte. Vor allem auch für das Open Government Manifest NRW, das wir 2016 veröffentlicht haben. Wir beschworen dort vor allem eine Kultur der Offenheit, digitale Infrastruktur auf Basis von Open Source Software, bedingungslos öffentliche und neutrale digitale Netze und Räume, die den Austausch von Informationen und die Kommunikation erweitern. Doch zuallererst forderten wir die Akteure des Wandels auf, die Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft zu nutzen und zu helfen, das offene NRW der Zukunft zu entwickeln. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass heute so viele dieser Akteure dem Ruf gefolgt sind und sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen wollen. Vielen Dank dabei natürlich an Dofos, an die KGST und die Free Software Foundation Europe, aber auch an unsere lange Liste von KooperationspartnerInnen, Vitaco, KDN, KDVZ Rhein-Erft Ruhr, ComOne, CH Open, Open Source Business Alliance, KRZ Lemgo und den CIO des Landes NRW, Professor Andreas Meyer-Falke. Also vielen Dank an alle und ohne weitere große Worte gebe ich jetzt gerne weiter an Eduardo von der KGST. Ja, vielen Dank erstmal an meine Vorredner und für die Einladung. Die Präsentation muss noch gewechselt werden. Du bist Moderator schon, du kannst dir das unten aus dem Plus holen. Perfekt. Okay, danke. Genau, wie schon angekündigt, ich bin Eduardo Kondia-Schneider von der KGST und möchte noch ein paar Worte zur digitalen Souveränität und zur Open Source Governance verlieren. Was ist die KGST? Einige kennen uns bestimmt schon, einige nicht. Darf ich sie ganz kurz nochmal vorstellen? Also, wir sind Verband und gibt es schon seit über 70 Jahren und wir haben mittlerweile mehr als 2.400 Mitglieder, vertreten wir mit 80 Millionen BundesbürgerInnen. Und wir haben im Prinzip zwei größere Bereiche. Zum einen die Programmbereiche, wo wir Berichte und andere Publikationen entwickeln, die Kommunen eher so generell bei Management-Themen unterstützen, indem wir da vor allem Informationen und Werkzeuge zur Verfügung stellen. Und Open Source ist hier im Bereich Organisation und Information verortet, weshalb ich das hier einmal markiert habe. Und der andere Bereich sind die Geschäftsbereiche. Da geht es eher so um individuelle Bedarfe von Kommunen.
die wir abdecken, zum Beispiel durch Fortbildungen, Beratungen, Vergleichsringe und so weiter. Das soll hier auch gar nicht der Fokus sein. Wichtig ist noch, wir haben ein sehr großes Netzwerk neben diesen Kommunen auch noch zu Akteuren abseits der kommunalen Welt, wie zum Beispiel in der Wissenschaft. Ja, und im Jahr 2020 haben wir eine Umfrage gestartet zur digitalen Souveränität und Open Source Software. Da haben dann auch 162 Kommunen und kommunale IT-Dienstleister teilgenommen. Grundlage für die Umfrage war ein bisschen diese strategische Marktanalyse zur Reduzierung von Abhängigkeiten von einzelnen Softwareanbietern, was gemeinhin so ein bisschen dass dieses Microsoft-Gutachten in Anführungsstrichen bekannt ist von Strategy End. Das haben wir als KGC versucht, so ein bisschen auf Kommunen zu übertragen und da so ein bisschen herauszufinden, was ist da der aktuelle Stand, was sind da die Bedarfe und so weiter. Genau, und ein interessantes und recht brisantes Ergebnis war da bei der Frage, ob die Gestaltung der IKT-Landschaft ganz oder teilweise von Software- oder Cloud-Anbietern abhängig ist, was 87% bejahten. Das Ergebnis ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil es erstmal eine Selbsteinschätzung und es liegt jetzt auch kein Zeitreihenvergleich vor. Trotzdem ist es natürlich irgendwie ein kritisches Ergebnis, was man beachten sollte und unterstützt auch die These, dass irgendwie eine Abhängigkeit besteht und damit Softwareanbieter auch eine gewisse Macht über Kommunen haben. Genau, dann haben wir uns natürlich gefragt, warum. Das war auch eine weitere Frage in dieser Umfrage. Und als deutlichster Grund kam da die hohe Marktkonzentration raus, also dass es auch viele so quasi Monopole gibt und teilweise wenig Produktalternativen. Das insbesondere bei Office wird das oft genannt, also bei Office-Produkten oder bei Fachverfahrensherstellern. Da ist teilweise so, dass zum Beispiel für das Standesamt nur eine einzige Software gibt, also einen einzigen Anbieter, der das dafür Software programmiert. Und da ist natürlich auch sehr schwer, sich da souverän zu verhalten. Und das hängt auch eng zusammen mit diesem Punkt der Gestaltbarkeit der IT-Landschaft, was ja auch gerade auch schon angesprochen wurde, eben mit der Interoperabilität und der Kompatibilität zwischen verschiedenen Softwareprodukten, die es einfach da schwierig macht. Und wo Open Source eben auch ein wichtiger Punkt sein kann. Und dann noch kurz der drittmeiste Punkt, beziehungsweise sehr eng mit dem letzten Punkt, war noch das Know-how und die Kompetenzen und Gewohnheiten der Belegschaft, was auch hier als sehr wichtiger Punkt erkannt wurde und worauf ich gleich nochmal kurz zurückkomme. Und warum ist das problematisch? Das wurde ja auch gerade schon angesprochen, da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Auf jeden Fall, mir wurde auch in der Umfrage deutlich, die Schmerzpunkte werden stark gesehen, auch von den Kommunen, wie man hier sieht. Also die Blauen sind jeweils, trifft voll zu und trifft eher zu. Und auch eher vielfältig. Also bei allen Bereichen wurde es von sehr vielen Kommunen als Schmerzpunkt angesehen. Und was hier am kritischsten betrachtet wurde, ist die fremdgesteuerte Innovation. Also dass eben Kommunen die Funktionen und Features, die irgendwie kommen in der Software, nicht wirklich beeinflussen können. Also es wird halt von den Herstellern entschieden, von denen die Lizenzen gekauft werden. Genau. Und um halt diese Abhängigkeit und die digitale Souveränität und Open Source in dem Bereich so ein bisschen mehr zu ergründen, hat man dann eine Open Source AG gegründet und diesen Begriff auch diskutiert unter dem Mantel der digitalen Souveränität, also Open Source. Und um erstmal da so ein bisschen gemeinsames Verständnis zu schaffen, haben wir diese Grafik erstellt, auch um neben dieser praktischen Umfrage auch nochmal so ein bisschen eine theoretische Einordnung zu haben. Und hier wird deutlich, dass halt eben durch diese technologischen Trends, also dieser technologische Fortschritt, der ist ja aktuell sehr rasant und alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche durchlaufen irgendwie eine digitale Transformation. Und das wirkt sich eben auch auf die kommunalen Gestaltungsfelder aus. Und dementsprechend ist da auch irgendwie gefordert, ein gewisses souveränes Handeln, also eine digitale Souveränität, zum Beispiel durch Herausforderungen wie Cloud Computing, was halt neue Herausforderungen aufwirft, beziehungsweise alte verstärkt. Genau, wir haben auch versucht, digitale Souveränität so ein bisschen in Facetten zu clustern, technologische Souveränität, Datensouveränität, Demokratie und Transparenz und Wissen und Nachhaltigkeit. Das ist jetzt nicht abschließend gemeint, aber nur so ein bisschen Überblick verschaffen, was da alles mit einspielt. Genau, und hier ist halt ein zentrales Handlungsfeld für das kommunale Management Open Source Software und offene Standards.
So können offene Schnittstellen eben bei dieser technologischen Souveränität vor allem helfen, dieser Gestaltbarkeit der IT-Landschaft, in dem halt verschiedene Softwareprodukte kombiniert werden kann, eher so halt mit einer modularen IT. Und Open Source kann, wie es auch gerade eben schon erwähnt wurde, unterstützen, zum Beispiel bei der Demokratie und Transparenz, dadurch, dass eben BürgerInnen auch Einsicht haben und da auch besser Beteiligungsprozesse irgendwie angestoßen werden können. So, aber wie kommen wir zu mehr digitaler Souveränität in Kommunen? Da haben wir einige Hürden, die wir meistern müssen quasi. Das allererste ist, irgendwie ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und das haben wir versucht, in unserem ersten Berichtsteil zu machen, deshalb der hier rechts auch eingeblendet ist. Den haben wir 2021 veröffentlicht und da ging es erstmal darum zu klären, was genau verstehen wir unter digitaler Souveränität, was genau verstehen wir unter Open-Source-Software beziehungsweise auch freier Software. Da hat man auch da ist im Prinzip auch die verschiedenen Begriffe diskutiert. Da diskutieren wir Chancen, Herausforderungen, Lizenzmodelle. Wir haben jede Menge Beispiele aus der kommunalen Praxis und in verschiedenen Bereichen, was da so der aktuelle Stand ist, was da so die Bedarfe sind. Und wir haben auch so typische Mythen ein bisschen näher beleuchtet, um da ein bisschen herauszustellen, was davon tatsächlich zutrifft und was eher nicht. Genau. Der zweite Punkt ist, auf mehrere Hersteller zu setzen. Das ist wichtig, um eben halt diesen Vendor-Login zu vermeiden. Was sehr herausfordernd ist, zum Beispiel eben bei Office-Anwendungen oder bei Fachverfahren. Und hier ist halt Open-Source-Software ein wichtiger Baustein. Also Baustein auch in dem Sinne, dass theoretisch auch mit proprietärer Software mehr Souveränität erreicht werden kann, wenn man eben auf mehrere Hersteller setzt. Natürlich nicht in dem gleichen Maße. Und auch bei Open-Source-Software ist natürlich ein bisschen darauf zu achten, dass nicht vielleicht alles von einem Hersteller ist, also dass man da auch irgendwie auf mehrere Communities setzt quasi. Genau, der dritte Punkt ist es, offene Standards zu fordern, was halt wirklich, was die KGST auch als Grundlage für Souveränität sieht, weil dann eben IT modular gestaltet werden kann und Programme im System austauschbar sind, weil sie alle miteinander kommunizieren können. Und da ist halt auch die Vergabe und Beschaffung zentraler Schlüssel, insbesondere bei Fachverfahren, dass man da auch wirklich offene Standards fordert. Und das ist natürlich für einzelne Kommunen auch schwierig, weshalb es wichtig ist, dass die geschlossen eingefordert werden, um offene Standards auch wirklich zu Normen zu machen in der kommunalen Welt. Genau, und dann zum Aufbau einer Open Source Governance. So jetzt unser zweiter Bericht, also da ist das der Fokus des zweiten Berichtsteils, der dieses Jahr erscheint. Hier habe ich nochmal so eine Übersicht über die Themen mitgebracht. Da will ich jetzt auch gar nicht auf alles eingehen, das würde total den Rahmen sprengen. Ein zentraler Aspekt ist hier, dass Open Source halt nicht nur die IT betrifft und nicht nur eine Lizenzfrage ist, dass es auch in anderen Managementbereichen irgendwie relevant ist und es da irgendwie Veränderungen braucht und das auch koordiniert werden muss. Genau, zum Beispiel werden hier auch Themen angesprochen, wie dem Open Source Ökosystem, also dass Community eben nicht nur Hobbyprogrammierer sind, was manchmal so durch den Raum geworfen wird, sondern jeder, der kontribuiert und eben auch die Verwaltung dann ein Teil der Community wird. Und dass die Verwaltung auch verschiedene Rollen einnehmen kann innerhalb dieser Community. Versuchen wir auch so ein bisschen die Option aufzuzeigen, was ja auch je nach Ressourcen und Möglichkeiten von der Kommune, gerade beim Unterschied, ob große oder kleine Kommunen, da unterschiedliche Bedarfe und Möglichkeiten gibt. Und auch, dass man zum Beispiel hier im Bereich Organisation und Personal, was ich vorhin angesprochen habe, mit diesem Abhängigkeitsgrund von Know-how und Gewohnheiten, dass man hier auch die Mitarbeitenden und NutzerInnen mitnimmt, im Sinne von einer Qualifizierung und irgendwie so eine Open-Source-Awareness zu schaffen. Auch sprechen wir den Bereich der Finanzen an, wo es auch darum geht, digitale Souveränität ist eben nicht ganz umsonst, auch wenn wir mittelfristig, wie das auch vorhin erwähnt wurde, eigentlich eine Kostenersparnis erwarten. Und auch zum Beispiel spannende Fragen wie Umstiegs- versus Exit-Kosten. Also wenn zum Beispiel jetzt von einer proprietären Software umgestiegen werden soll auf eine Open-Source-Software und da sind jetzt zum Beispiel alle Dateien halt in einem proprietären Dateiformat, was ganz schwer zu konvertieren ist, da ist dann auch die Frage,
sind das dann die Kosten, diese immensen Kosten, die ja teilweise entstehen, also wenn die ganze Verwaltung darauf aufgebaut ist, sind die dann die Umstiegskosten auf die Open-Source-Software oder sind das eigentlich die Exit-Kosten, also die Kosten, die entstehen dadurch, dass man das, dass man so schwer aus dieser alten Software rauskommt quasi, diesem geschlossenen System. Genau, und noch ganz viele andere Themen, die man hier auf der Grafik so ein bisschen sehen kann. Und so ein Grundproblem dabei ist halt, dass es da noch wenig Erfahrungswerte gibt. Also es ist jetzt auch erstmal auch eher ein theoretisches Modell, was wir hier aufbauen. Es gibt so vereinzelte kommunale Beispiele, aber auch nicht so ein generelles kommunales Beispiel. Und deshalb freuen wir uns auch sehr, dass das jetzt von der Stadt Dortmund so ein bisschen in der Praxis erprobt werden soll. Eben mit dieser Koordinierungsstelle und mit der Open Source Governance, die da aufgebaut wird, wirklich so einer ganzheitlichen Governance. Und dass die Stadt Dortmund dann so auch ein bisschen als Referenzkommune für andere Kommunen gelten kann. Wo man schauen kann, wie funktioniert das, was funktioniert vielleicht auch noch nicht so gut, wie kann man das verbessern. Und auch diese Ergebnisse wollen wir dann auch weiter in die KGST-Arbeit einfließen lassen. Genau. Und der letzte Punkt ist eben die verstärkte Zusammenarbeit interkommunal im föderalen System und mit der Open-Source-Community. Halt ganz wichtig, dass, Sie haben das gerade schon gesehen, es sind viele Themen, viele Management-Themen und das ist von einer Kommune durchaus schwer umsetzbar, gerade wenn man an sehr kleine Kommunen denkt. Das heißt, es braucht hier irgendwie einen besseren Austausch. Es gibt mittlerweile zum Beispiel Entwicklungsgemeinschaften wie DEKAN, NRW oder Masterportal, die von verschiedenen Kommunen gemeinsam konzipiert werden. Es gibt auch jetzt Initiativen des Bundes, die unterstützen sollen, zum Beispiel das Zentrum für digitale Souveränität und Open Code, das ist ein Open Source Code Repository, wo halt gemeinsam auch an Code gearbeitet werden kann. Es gibt auch OSPOS, was so zentrale Strukturen sind innerhalb einer Organisation, die Nutzung von Open Source fördern sollen. Und da wäre auch eine Überlegung, das irgendwie interkommunal zu gestalten. Ja, aber auch darüber hinaus sehen wir auch als KGST, dass halt dieser interkommunale Austauschbedarf deutlich ist und sind deshalb auch gerade in der Überlegung, so ein Open Source Board zu konzipieren, wo es irgendwie einen regelmäßigen Austausch gibt zwischen Kommunen. Genau. Und ja, und wie angesprochen, das ist der, also was ich zu Beginn angesprochen habe, das hier ist der KGST-Denkanstoß zum Thema Open Source, wo die Umfrage jetzt herkam. Da sind die ganzen Ergebnisse der Umfrage aufbereitet und ausgewertet, wenn Sie da Interesse haben und weiterlesen möchten. Und gleichzeitig finden Sie hier unseren ersten Berichtsteil, also zum Thema Grundverständnis, Potenziale und Herausforderungen. Open Source in Kommunen ist ein Baustein für mehr digitale Souveränität. Und, sorry, der Bericht wurde auch unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das heißt, der ist für alle kostenlos im Internet abrufbar. Und auch der zweite Berichtsteil wird dann unter einer CC-Lizenz veröffentlicht. Genau, so viel erstmal zu meinem Input. Wenn Sie Fragen haben, da wurde ja gerade gesagt, da haben wir jetzt während den Vorträgen ein bisschen wenig Zeit. Aber Sie können da gerne am Ende stellen, beziehungsweise mir auch gerne jederzeit eine E-Mail schreiben. Dann herzlichen Dank, Eduardo, für die Präsentation und den Input. Dann würde ich jetzt das Wort übergeben an Christian Nähle von DOFOS mit interessanten Informationen zur Situation in Dortmund. Ja, vielen Dank. Ich darf das Wort übernehmen. Mein Name ist Christian Nähle. Ich bin Geschäftsführer der Initiative DOFOS, der Dortmunder Initiative für freie und Open Source Software. Wir sind Teil der digitalen Zivilgesellschaft. Unser Slogan war stets: Dortmund braucht freie Software. Die nächste Ausbaustufe nach unserem Slogan ist nun der Leitsatz: Kommunen brauchen freie Software. Und damit herzlich willkommen auch von mir zu unserer Veranstaltung heute. Die Stadt Dortmund hat sich einen Open Source Modellcharakter erarbeitet. Diesen Modellcharakter möchte ich Ihnen anhand von ausgewählten Meilensteinen seiner geschichtlichen Entwicklung vorstellen. Darin wird auch die solide Verankerung des Themas digitaler Souveränität auf Basis von Open Source Software deutlich werden. Am Ende möchte ich auch einen Ausblick geben und so viel
darf ich jetzt schon verraten, trotz aller Leidenschaft, die ich für das Thema Open Source in der Vergangenheit empfunden habe, die Arbeit wird ab hier erst richtig Spaß machen, denn wir haben nun die nötige politische Beschlusslage und die erforderlichen Instrumente für die strategische Entwicklung des Themas freie Software für den öffentlichen Dienst. Außerdem werde ich noch etwas zu einer kommenden Stellenausschreibung sagen für die neu eingerichtete Dortmunder Koordinierungsstelle Digitale Souveränität und Open Source. Open Source Herzen werden höher schlagen. Nun aber erst einmal der Blick nach vorn. Mir fehlt leider noch die Steuerung für die Präsentation. Aber ich sage schon mal, was auf der nächsten Folie kommt. Da habe ich die Steuerung. Dankeschön. Nun aber erst einmal der Blick zurück auf die Dortmunder Open Source Genese. Im Folgenden möchte ich einen Überblick über die Dortmunder Beschlusslage für freie Software geben. Daran wird auch der tatsächliche Entwicklungsweg ein Stück weit nachvollzogen werden können. Und es wird deutlich, dass Open Source nicht mehr aus der digitalen Verwaltungsausrichtung wegzudenken ist. Ich möchte beginnen mit der Charta Digitales Dortmund 2018 bis 2030 und hier noch zwei Hinweise vorab, bevor es inhaltlich wird. Sie haben ja die Möglichkeit, die ganzen Unterlagen im Nachgang auch nochmal per E-Mail zu bekommen. Und hier sehen Sie in der Überschrift eine Verlinkung. Die Verlinkung führt in unseren entsprechenden Blogbeitrag, wo es dann das Dokument gibt und auch nochmal eine Kontexteinordnung, sodass Sie sich da auch nochmal eigenständig schlau machen können. Und unten rechts am, oder oben rechts am Rand habe ich auch nochmal die jeweiligen Daten der Blogbeiträge eingefügt, sodass Sie so eine ungefähre Vorstellung haben, so von dem zeitlichen Ablauf, wie er sich so hintereinander gereiht hat. Die Charta Digitales Dortmund 2018 bis 2030 also beinhaltet eine Vereinbarung zu offenen Standards. Die Stadt Dortmund schreibt darin offene Standards für sich fest. Es geht also um Interoperabilität, die Möglichkeit, Datenaustausch zwischen Programmen zu gestalten. Damit geht es um die Flexibilisierung, die Digitalisierung nach eigenen Bedürfnissen zusammenpuzzeln zu können. Bei diesem Bild will ich es belassen, denn wir sind ja heute in keinem Fachvortrag, der sich mit Begrifflichkeiten beschäftigt. Das haben wir bereits an anderer Stelle getan und ich habe auch den Eindruck eines starken Fachpublikums heute. Im Weiteren hat die Stadt Dortmund sehr strukturiert die Potenziale von freier Software und offenen Standards untersucht. Das hat sie gemeinsam gemacht mit dem Dortmunder Systemhaus, dem stadteigenen IT-Dienstleister DOSIS und daneben wir, DOFOS, in der gemeinsamen Arbeitsgruppe Freie Software. Das Ergebnis ist ein erster Zwischenbericht gewesen und dabei handelt es sich um das erste umfassendere Fachdokument der Stadt Dortmund zum Thema freie Software und offene Standards. In der Folge hat sich die Stadt Dortmund auch ein Leitbild zur Digitalisierung gegeben. Und hier merken Sie auch, dass wir viel mit DO auch abkürzen, denn in Dortmund sprechen wir nicht nur von der Digitalisierung, sondern wir sprechen bei uns auch von der Dogitalisierung. Das ist das kommunale Branding. Das Leitbild hat dann neben vielen anderen Aspekten auch festgeschrieben, dass Offenheit und Transparenz bereits auf der Ebene der Algorithmen umzusetzen ist, was übersetzt natürlich nichts anderes als Open Source heißt. Die Stadt Dortmund hat darüber hinaus den Aufbau eines freien Software-Repositories für den öffentlichen Dienst unterstützt. Das hat sie gemeinsam gemacht mit vielen Partnern. Die sehen Sie hier. Die werden es alle im Einzelnen wert, hervorgehoben zu werden. Die Zeit lässt das heute nicht zu, aber Sie sehen, die Stadt Dortmund und auch DOFOS sind von Anfang an bei dieser Initiative von der OSBR und Vitagro dabei gewesen, um einen interkommunalen Baustein zu schaffen für mehr digitale Souveränität, um ein Instrument zu haben, um gemeinsam im öffentlichen Dienst Code austauschen zu können. Unten sehen Sie eine weitere Unterschrift. Das ist dann ungefähr 2 Jahre später gewesen. Der öffentliche Ort für Code ist da. Open Code
DE, also DE groß geschrieben, um deutlich zu machen, dass das eine Plattform für den deutschen öffentlichen Dienst ist. Die ist mittlerweile online, was für uns im öffentlichen Dienst natürlich ein großes Hilfswerkzeug ist. In der Zwischenzeit hat die Stadt Dortmund ein Memorandum zur Digitalisierung 2020 bis 2025 als politischen Beschluss gefasst und darin wird freie Software zum Standard in der Stadt Dortmund erklärt. Ich möchte zwei Sätze daraus hervorheben. Der eine Satz, womöglich Nutzung von Open Source Software, und der zweite Satz, von der Verwaltung entwickelte oder zur Entwicklung beauftragte Software wird der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und in diesem zweiten Satz erkennen Sie das gerade erläuterte Prinzip von Public Money, Public Code. Dem verschreibt sich die Stadt Dortmund also per politischem Beschluss an dieser Stelle auch. Daneben wurde in dem Memorandum auch nochmal die Bedeutung von offenen Standards bekräftigt und Bezug genommen auf die eben erwähnte Charta Digitales Dortmund 2018 bis 2030. Und ein besonderes Bonbon an dieser Sache, das ich nicht unverschwiegen lassen sein möchte hier, ist, dass dieser Beschluss politisch einstimmig erfolgt ist. Und das ist, glaube ich, für eine technische Zäsur, wie es hier vorliegt beim Umstieg aus dem Herstellereinschluss hin zu einer offenen Infrastruktur ganz relevant, weil klar ist, das wird nicht in einer Wahlperiode abgeschlossen sein, das wird nicht in 4-5 Jahren gemacht sein, das braucht länger und dafür braucht es natürlich auch eine politische Kontinuität, weil Standards kann man nicht immer neu ausrichten, alle paar Jahre, dann kriegt das keine Stabilität. Die Stadt Dortmund bekennt sich darüber hinaus zum blauen Engel für ressourcen- und energieeffiziente Softwareprodukte. Und in diesem Thema verschmelzen freie Software und Klimaschutz ein besonderes Anliegen für mich, denn ich erwerbsarbeite beim Umweltamt der Stadt Dortmund für die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Freie Software hat eine enorme Dimension für digitale Nachhaltigkeit und die globalen Nachhaltigkeitsziele. Um da näher einzusteigen, bräuchte es aber eine eigene Veranstaltung, deshalb hier nur die Erwähnung. Dann, um es auch im Zeitfluss einzuordnen, kam der erste KGST-Bericht Open Source in Kommunen, ein Baustein für mehr digitale Souveränität. Und an dieser Stelle wollte ich einmal ganz herzlichen Dank in Richtung der KGST sagen, heute vertreten durch Eduardo, für die immer konstruktive und angenehme Zusammenarbeit. Die Grundlagenarbeit der KGST bereitet ein höherwertiges Organisationsmodell für den öffentlichen Dienst vor, insbesondere durch den kommenden Bericht zur Open Source Governance. Eduardo hat es thematisch angerissen. Es wird einen erhöhten Fokus auf die interkommunale Zusammenarbeit geben. Und dafür gilt es, einen interkommunalen Pionierweg zu beschreiten. Wie kann dieses komplexe Thema digitale Souveränität, Open Source nun organisatorisch gefasst werden? Wie kann man mit den Erkenntnissen, die man hat, auch tatsächlich arbeiten? Das bildet sich in einer Verwaltung natürlich nur über Stellen ab. Und deshalb hat die Stadt Dortmund entschieden, eine Koordinierungsstelle Open Source und digitale Souveränität zu prüfen und damit auch die Institutionalisierung von freier Software zu prüfen. Das war, wie Sie am Datum sehen, vor über einem Jahr. Diese Koordinierungsstelle kam gerade auch schon in dem KGST-Beitrag ein bisschen durch, kann man vergleichen mit vielleicht bekannteren OSPOs, also Open Source Program Offices. Dann kam es nach dem Zwischenbericht, den ich erwähnt habe, dann zum Abschlussbericht der AG Freie Software und diese empfiehlt darin die Koordinierungsstelle Open Source und digitale Souveränität für die Stadt Dortmund. Und aus diesem Bericht möchte ich auch nochmal zwei Aspekte besonders hervorheben. Das ist zum einen das Begriffsverständnis von Open Source, denn das bezieht sich auf freie Software im Definitionsansatz von der Free Software Foundation Europe.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, hier eine Begriffsklarheit zu haben, besonders wenn man im häufigen Sprachgebrauch eher von Open Source Software spricht. Das ist der Begriff, der sich eher in der Debatte der Bundesrepublik bislang durchgesetzt hat. Der andere Aspekt, den ich aus dem Bericht gerne hervorheben möchte, ist, dass das Open Document Format als kommender Standard beschlossen wurde. Und das grenzt sich damit ab vom bisherigen herstellerspezifischen Dokumentenformat, das eben auf Microsoft-Formate geeicht ist. Mit ODF als Format kommt die Stadt Dortmund auch in Resonanz mit dem E-Government-Gesetz NRW, denn das erfordert ja auch für die Kommunikation mit den BürgerInnen ein offenes Format wie ODF, und insofern ist das an dieser Stelle zukunftsweisend. Dann nach der Prüfung und der Empfehlung das große Highlight: Der Rat der Stadt Dortmund hat die Koordinierungsstelle Digitale Souveränität und Open Source beschlossen. Dieses Zwischenergebnis dokumentiert den Willen, die Erkenntnisse rund um digitale Souveränität nun in Handlungen umzusetzen. Dieser Beschluss ist ein Meilenstein, weil sich hier die Arbeit für freie Software grundlegend verändert. Es ist keine Frage mehr des, ob freie Software, sondern eine Frage des, wie wir zu einer strategischen Erhöhung des freien Softwareanteils für den öffentlichen Dienst gelangen. Kürzlich wurde ich gefragt, was zu den Gelingensbedingungen gehört, hat eine solch innovative Stelle wie die Koordinierungsstelle einzurichten. Aus meiner Sicht ist hier zuvorderst die sehr gute Beteiligungskultur in Dortmund zu nennen. Und das ist mir auch wichtig zu betonen, besonders in der Zeit, in der wir leben, in der die Demokratie als solche zu viel unter Druck steht. Darüber hinaus, wie so häufig, hängen Zäsuren auch an Personen. Und hier in Dortmund ist sicherlich der Personal-, Organisations- und Digitalisierungsdezernent Christian Uhr positiv zu nennen. Wir haben auch ein Zitat von Herrn Uhr auf der Folie. Das stelle ich Ihnen vor. So kann die Stadt Dortmund sich weiter auf den Weg machen, um der Rolle der Wegbereiterin gerecht zu werden. Und dem kann ich nur zustimmen. Der Weg der Stadt Dortmund zeigt auch eine Orientierung hin zu Communities. Und das ist aus unserer Sicht seitens DOFOS mit der wertvollste Beitrag der Stadt Dortmund für den weiteren Weg, der sich perspektivisch auszahlen wird. Denn, so die These, ohne Communities wird es keine digitale Souveränität auf Basis von freier Software geben. Als Zusatzinfo möchte ich Ihnen mitgeben, dass Dortmund für ein Modellprojekt Smart City auf Basis von freier Software ausgewählt wurde, das seitens des Bundesinnenministeriums ausgeschrieben wurde. Und das heißt, dass die Arbeit, das, was da erarbeitet wird an Produkten, auch wieder als freie Software der Allgemeinheit zur Verfügung stehen wird. Und ich unterscheide gerne in die innere Digitalisierung der Verwaltung und die äußere. Das ist vor allen Dingen über den Smart City Prozess. Also können wir hier sagen, nach innen und nach außen gibt es den Wunsch, freie Software strategisch nach vorne zu bringen. Noch ein paar Worte zu DOFOS selbst. Wir begreifen uns als Wissens- und Handlungsnetzwerk. Sie sehen hier unsere Kooperationspartner. Auch hier reicht heute leider nicht die Zeit, die einzeln zu nennen. Es gibt viel zu den Einzelnen zu sagen, die viele wertvolle Beiträge auch für unsere Arbeit hier in Dortmund geleistet haben. Lassen Sie einfach gerne den Blick einmal über diese Folie schweifen. Eine Besonderheit möchte ich an dieser Stelle auch berichten. Unter dem Arbeitstitel Open Source Big Three haben sich die Städte Berlin, Dortmund und München im November in einer ersten Runde auf Initiative der KGST, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diese Pionierarbeit, haben sich diese Städte ausgetauscht, und wir haben bemerkt, dass uns viele ähnliche oder gleiche Fragen rund um die Open Source Governance antreiben. So zum Beispiel die einer Open Source Koordinierungsstelle oder auch Fragestellungen rund um die Nutzung von Open Code.
Wir können die Städte wunderbar voneinander und miteinander profitieren. Ein solches Austauschformat zu konkreten Fragestellungen begrüßen wir auch für die Zukunft und sind natürlich auch offen für eine Open Source Big X. Also es darf gerne wachsen, denn als Kommunen stehen wir ja im Grunde vor denselben Fragestellungen. Aktuell handelt es sich noch um ein informelles Format. Für die Zukunft können wir uns natürlich vorstellen, das gemeinsam weiter auszubauen. Und so gegen Ende des Vortrags möchte ich Ihnen noch unser Maskottchen vorstellen, denn im Umweltamt haben wir auch eine Open-Source-Tomate, die Open-Source-Tomate Sunviva. Sie ist eine große Hilfe, um die Prinzipien von Open Source zu erklären. Denn bei der Software habe ich häufig das Problem gehabt, dass es sehr abstrakt ist. Wir können es mit unseren Sinnen nicht erfahren und mit abstrakten Themen überzeugen zu wollen, ist schon die Königsklasse. Und wir haben gemerkt, dass häufig die Prinzipien sich doch sehr ähneln. Vom Saatgutmarkt, wo wir einen enormen Verlust an Biodiversität durch immaterielles Eigentumsrecht erleben und dem, was wir in der Digitalisierung bei proprietärer Software und Open Source Software als Debattengegenstände haben. Wenn man diese Tomate mit ihren Hintergründen in die Hand des Gegenübers legt, dann sagen die Leute schnell, ja, das ist ein Skandal, und dann muss man nur noch den Nachsatz hinterher schieben, das verhält sich bei der Software genauso, und dann sagen die Leute, das ist da auch ein Skandal, das möchte ich, dass sich das ändert. Und das Beste an der Tomate ist natürlich, sie ist furchtbar lecker. Um das auch nochmal thematisch zu vertiefen, haben wir seitens Dofos einen Artikel verfasst, Saatgut wie Software, eine Frage der Lizenz, und da können Sie sich auch nochmal schlau machen, wie da die tatsächlichen Parallelen sind. Es ist wirklich sehr thematisch verwandt. Dann noch ein Hinweis auf Mastodon, denn seit diesem Jahr ist die Stadt Dortmund auch bei Mastodon aktiv. Es handelt sich um einen Microblogging-Dienst, ähnlich wie das schon bekanntere Twitter. Sie haben sicherlich jetzt zuletzt davon gehört durch den Twitter-Kauf durch Elon Musk, nur dass Twitter, nur dass Mastodon anders als Twitter Open Source ist. Es ist dezentral und hat damit schon von seiner Grundveranlagung her eine viel bessere Freundlichkeit für eine demokratische Kommunikationsordnung. Und was das bedeutet, wenn wir keiner demokratischen Kommunikationsordnung folgen, merken wir, wenn ein einzelner Mensch eine der bedeutendsten Kommunikationsplattformen der Welt kaufen kann, dort Journalisten sperrt oder andere persönliche Vorstellungen durchsetzt, das sollten wir tunlichst vermeiden. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass auch die KGST seit November letzten Jahres auf Mastodon vertreten ist. Was bedeutet die Fülle dieser Beschlüsse und Entwicklungen nun zusammengefasst? In einem Wort Stabilität. Stabilität und Kontinuität für die weitere Arbeit. Wir sprechen nun von der Open-Source-Stadt Dortmund. Nicht nur als Dortmunder Lokalpatriot möchte ich hier feststellen, dass eine umfassende Open-Source-Strategie eine große Chance für unsere Gesellschaft ist, zu einer ebenso umfassenden Verwaltungsmodernisierung zu gelangen. Ich blicke auch voller Hoffnung in Richtung des CENDIS, dem Zentrum für digitale Souveränität, CENDIS, welches von Bund und Ländern derzeit errichtet wird. Und meine Hoffnung hat bereits einen Wink des Schicksals erhalten, denn das CENDIS wurde am 15.12. formal gegründet. Das ist derselbe Tag, an dem der Rat der Stadt Dortmund formal die Einrichtung einer Koordinierungsstelle digitale Souveränität und Open Source beschlossen hat. Wie geht es nun weiter mit der Stelle? Dazu wird es eine Stellenausschreibung geben. Die Stellenausschreibung der Koordinierungsstelle Digitale Souveränität und Open Source wird in den nächsten Tagen von der Stadt Dortmund veröffentlicht werden. Das Stellenprofil ist bereits der Ratsvorlage zur Einrichtung der Koordinierungsstelle zu entnehmen und unter anderem auf dofos.de zu finden. Für die künftig stelleninhabende Person wird es gelten, den Open Source Charakter der Stadt Dortmund zu prägen, sogar mehr noch, der von der KGST skizzierte Weg einer sich neu entwickelnden interkommunalen Zusammenarbeit für digitale Souveränität und Open Source wird von der Stadt Dortmund wegbereitend begleitet werden. Insofern wird die Dortmunder Koordinierungsstelle auch einen Mehrwert für andere Kommunen schaffen, eine Synergie, die reinste Freude bereitet.
Wenn das alles also nun so gut ist, wie es klingt, wie es hoffentlich klingt, dann stellt sich für viele von Ihnen vermutlich die Frage, warum ich mich da nicht direkt bewerbe. Bei der Intensität, mit der ich den Weg bislang begleitet habe, könnte ich ja als Person prädestiniert sein. Die gute Nachricht vor der Erläuterung: Es gibt keinen Haken. Aus dem verlinkten Stellenprofil wird ersichtlich, dass die Stadt Dortmund die Stelle so wertig wie für den öffentlichen Dienst möglich besetzen möchte. Das heißt, Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst mit einem Masterstudium Informatik oder vergleichbar. Ich finde das eine gute Entscheidung, denn es ist der Aufgabe angemessen. Ich selbst bin von Berufswegen Verwaltungsfachwirt und komme für die Stellenausschreibung deshalb nicht in Frage. Aber DOFOS wird den Einarbeitungsprozess mitgestalten und sicherstellen, dass die Historie, die Erfahrungen und auch das Wissens- und Handlungsnetzwerk auf die Stelle übertragen werden. Und zu wissen, dass wir als Initiative dabei sein werden, wenn unser Kind laufen lernt, erfüllt mich schon heute mit großer Freude. Insofern meine Bitte, die Stellenausschreibung zu teilen oder sogar für sich selbst zu erwägen. Für Rückfragen stehen ich für DOFOS sowie der CIO der Stadt Dortmund gerne zur Verfügung. Und damit möchte ich auf die Zielgerade meines Vortrags kommen. Vor der Pandemie hat die Stadt Dortmund Gelder für eine kommunale Open Government Konferenz in Zusammenarbeit mit OK NRW bereitgestellt. Das kam aus Gründen der Pandemie dann zunächst nicht zum Tragen. Nach der Einarbeitung der Koordinierungsstelle wäre dies aber weiterhin der nächste sinnvolle Schritt. Wir brauchen einen bundesweiten kommunalen Fachaustausch mit Behörden, Unternehmen, Communities und Initiativen. OK NRW ist darin besonders geübt. Deshalb bin ich dankbar, dass der Wunsch, dieses Vorhaben umzusetzen, auch bei OK NRW die Pandemie überlebt hat. Mit diesem Ausblick auf ein dann hoffentlich echtes Treffen komme ich zum Ende meiner Einbringung und darf mich für heute vom Vortrag zumindest, falls gleich noch Fragen sind, erstmal verabschieden. Es wäre schön, wenn wir zur weiteren Vernetzung des Themas Kontakt halten würden. Jetzt aber erst einmal alles Gute aus der Open Source Stadt Dortmund und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für diese sehr spannenden Einblicke in den Weg zur Freie Software-Referenzkommune, in die Stadt Dortmund in den letzten Jahren gegangen ist, und alles Gute für den weiteren Weg und den Wunsch, dass viele Kommunen folgen werden. Ich bin gerade dabei, hier nochmal die Präsentation zu öffnen. Einen Moment. Denn das klappt gerade nicht. Vielleicht, Alex, kannst du mir helfen, auf meine Präsentation umzuschalten. In jedem Fall möchten wir Sie eigentlich ganz herzlich einladen zur weiteren Vernetzung und zum Austausch über das Thema freie Software in Kommunen, weiter in den Austausch zu kommen. Für den Zweck, jetzt kommt das, sehr schön, haben wir eine Mailingliste eingerichtet, zu der wir Sie ganz herzlich einladen möchten. Und wenn Sie einverstanden sind, dann würden wir Sie, also Sie alle, die jetzt hier sind, die sich für die Veranstaltung angemeldet haben, auf diese Mailingliste subscriben. Sie bekommen dann einen Link zugeschickt und müssen dann noch einmal oder können dann noch einmal bestätigen oder das eben auch lassen. Wenn Sie das nicht möchten, dann schreiben Sie das bitte in den Chat. Die Idee ist, dass, also widersprechen Sie bitte jetzt im Chat, wenn Sie das, also eine solche Mail nicht bekommen möchten. Die Idee ist, dass auf dieser Mailingliste die Kommunikation zum Thema freie Software in Kommunen weitergeführt werden kann, Best Practices vielleicht auch bestehende Lösungen in den Blick genommen werden und ja, gegenseitig inspirierende Diskussionen stattfinden können. So viel jetzt zu den Inputs. Wenn ich denke, es gibt vielleicht inzwischen einige Fragen, habe ich gesehen. Alex, kannst du dazu vielleicht etwas sagen? Genau, ja, es gibt einige Fragen im Chat. Grundsätzlich rufe ich natürlich auch alle weiteren Teilnehmerinnen hier auf, ihre Fragen gerne mit in den Chat zu werfen. Es ist ein bisschen schwierig, das mit Mikrofon oder Kamera zu machen, einfach weil so viele Teilnehmerinnen sind und ich das dann einfach nicht sehe. Von daher am liebsten einfach die Fragen in den Chat und ich werfe die dann jetzt hier an die Vortragenden. Vielleicht kommt ihr auch alle wieder mit dazu, dann wird es vielleicht etwas übersichtlicher, wenn ich euch die Fragen
gebe, ich fange mal an, nebenbei schon mit der ersten Frage von André, der eine praktische Frage hat, und zwar, wo starten professionelle IT-Dienstleisterinnen und Entwicklerinnen mit Open-Source-Affinität? Wie finden Sie Projekte, Ausschreibungen und Bedarfe der kommunalen Verwaltung? Ich denke, das ist sicherlich eine Frage für Eduardo oder Christian. Christian, Eduardo, einer von euch, mag vielleicht jemand kurz was dazu sagen? Ich kann es gerne versuchen aufzunehmen. Also es wäre aus meiner Sicht ein Instrument, das auch noch kommen müsste. Man hat ja im Moment die Situation, dass Kommunen ihre Softwarebedarfe einzeln ausschreiben. Das heißt, man müsste jetzt, wenn man sich da für die Stadt Dortmund interessiert, entsprechend informieren im Amtsblatt der Stadt Dortmund. Das ist natürlich umständlich, weil man das nicht für jede Kommune machen kann. Man kann das für ein paar Ausgewählte für sich vielleicht machen oder bräuchte ein größeres Unternehmen, um viele Kommunen jetzt auf dem Schirm zu haben. Und wir brauchen ja, glaube ich, gerade im Open-Source-Bereich eine sehr lebendige Start-up-Szene. Und das sind ja in der Regel dann kleinere Unternehmen. Also ich würde mir das nochmal als Punkt notieren, dass wir das auch auf dem Schirm haben müssen, da den entsprechenden Service zu bieten, dass sowas auch gebündelt irgendwo abgerufen werden kann und das auch sehr verständlich ist, was auf diesen Portalen dann nachzuvollziehen ist. Ich hoffe, ich kann das erstmal so an der Stelle aufnehmen, ansonsten gerne nochmal nachhaken. Okay, dann wäre die nächste Frage, die geht auch vor allen Dingen an dich, Christian. Wo veröffentlicht ihr denn euren Code von der Software? Nutzt ihr da die Open-Code-Plattform oder macht ihr das irgendwo anders? Oder wie habt ihr es bisher gemacht? Gibt es Pläne für die Zukunft? Wo kommt der Code hin? Wo kann man das finden? Also wir sind ja in einem Prozess im Moment. Wir haben jetzt erstmal geschafft, die Bedeutung von freier Software für digitale Souveränität aufzuzeigen und das in politische Beschlüsse zu gießen. Und jetzt gilt es ja gerade mit der Koordinierungsstelle in die praktische Handlung zu kommen. Die Plattform Open Code ist ja jetzt auch noch recht frisch. Das heißt, wir werden jetzt den Kulturwandel nach vorne schieben müssen, dass das in die tägliche Praxis Eingang findet. Also die Theorie liegt jetzt hinter uns, die Praxis liegt jetzt vor uns und ja, Open Code wird da eine zentrale Rolle als Instrument der täglichen Arbeit spielen. Okay, dann haben wir eine Frage zum Einsatz von dem Univention Corporate Server. Habt ihr da eine Meinung dazu? Irgendjemand von euch? Also wir als FSFE haben keine Produktmeinungen. Wie sieht das bei euch aus? Wir als Initiative auch nicht. Insofern kann ich dazu leider an der Stelle auch nichts sagen. Ja, gilt ähnlich für die KGST. Genau. Könnte ich sein. Genau, dachte ich mir schon. Es gab aber auch im Chat einigen Austausch dazu. Also vielleicht ergibt sich darüber was. Die andere Frage war, ob ihr im Austausch, im Kontakt mit der Stadt Bühl seid. Die verwendet ja auch freie Software. Vielleicht kurz zum Hintergrund dazu. Bühl ist Teil von Ready. Also es ist ein Netzwerk von, ich glaube, 7 Kommunen. Wir haben bei der FSFE auch ein Interview mit Ready gemacht. Ich habe die Links im Chat geteilt. Aber wie sieht es bei euch aus? Ich denke, die KGST auf jeden Fall und Dortmund vermutlich auch. Vielleicht auch Christopher. Wie sind eure Kontakte zu Bühl und Ready? Also ich persönlich hatte noch keinen Kontakt, aber ich finde das auch ganz spannend und würde mich auch freuen, wenn wir da irgendwie als offene Kommunen NRW mal in den Austausch gehen könnten. Ich ergänze das gerne, weil über die KGST haben wir als Dofos auch schon mal mit Ready zusammengearbeitet, und zwar bei dem wunderbaren Format, ich habe das mal in den Chat gemacht als Link, der Zauberer von Oz. Aber diesmal nicht OZ, sondern OSS. Also wir haben mal versucht, das ganze Thema digitale Souveränität und Open Source
in Form eines Storytellings aufzuarbeiten. Und da haben wir das auch gemeinsam gemacht und ist, glaube ich, ein schöner Videobeitrag, den man sich auch immer noch gut aktuell angucken kann gerade. Das kann ich auch gerne nochmal ergänzen. Also wir hatten auch mit Ready beziehungsweise vor allem mit der Stadt Bügel zusammengearbeitet, auch für den KGC-Bericht. Also die sind in der Qualitätssicherung mit dabei für den ersten Teil und voraussichtlich auch für den zweiten Teil. Und in der, im ersten Teil gab es auch von der Anlage eine Beschreibung zu dem Projekt von der Stadt Bügel verfasst. Super, dann natürlich wie immer in so einer Veranstaltung die Klassikerfrage, was macht ihr anders als München? Das ist eine Frage, die ich dann aufnehmen soll, denke ich. Ne? Also ich glaube, man kann sich jedem Thema ja aus verschiedenen Richtungen nähern. Und wir sind, glaube ich, hier, das wollte ich auch über die Genese so ein bisschen deutlich machen, über die verschiedenen Beschlüsse. Man hat sich ja so rangerobbt an das Thema und hat natürlich ein großes Thema mit der digitalen Souveränität vor sich. Und in so Erkenntnisdiskussionen tendiert man ja dazu, direkt das Ganze aufzunehmen. Aber in der Praxis muss man sich natürlich dem ganzen prozessual nähern und das auch in die bestehende Organisation eingliedern und das natürlich auch durch entsprechende Gremienbeschlüsse, politische Beschlüsse auch alles aufarbeiten und absichern und so eine ganze Struktur hier mitzunehmen. Und ich glaube, in München war das sehr politisch motiviert, was ich mir natürlich auch gut vorstellen kann. Ich will das gar nicht werten. Und wir haben einen Weg mehr von unten gewählt hier. Und deshalb ist das, glaube ich, bei uns auch sehr stark verankert und sehr stark anerkannt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es hier eine Initiative geben kann, jetzt kurzfristig, um dieses Rad wieder zurückzudrehen. Dafür ist das bei den verschiedensten Akteuren zu sehr anerkannt. Und eine Stadt hat ja deutlich mehr Gremien und Akteure als nur die Ausschüsse und den Rat. Und die Ausschüsse und der Rat, die verlassen sich natürlich auch in bestimmten Einschätzungen auf ihren eigenen Unterbau. Und diesen Unterbau, den haben wir, glaube ich, immer geschafft, ganz gut mitzunehmen. Und deshalb wirkt das auf mich alles hier sehr stark verankert. Und das ist es, glaube ich, auch. Und das ist vielleicht so ein Unterschied in der Herangehensweise, ohne jetzt an der Stelle den Münchner Weg da beurteilen zu können, weil ich erlebe ja vor allen Dingen den Dortmunder Weg aus der Nähe. Genau, vielleicht um da noch zu ergänzen, es ist ja jetzt auch nicht so, dass freie Software in München komplett gescheitert ist. Also es geht ja vorwiegend um Linux und darüber hinaus ist ja zum Beispiel auch München dabei gewesen als einer der treibenden Städte, um dieses Code-Repository für freie Software zu bekommen. Und das klappt natürlich nur, wenn man selber auch freie Software da reinbringen will. Also München ist schon auch noch im Bereich freie Software aktiv und mit der neuen Regierung steht das auch im Koalitionsvertrag drin. Markus, ich würde dich bitten, die Fragen in den Chat zu werfen, weil es sind so viele Teilnehmerinnen, dass ich hier die gehobenen Hände einfach nicht sehen kann. Danke. Eine Frage zur EU gibt es noch, und zwar, es gibt ja auch viele andere europäische Städte vor allen Dingen, die sich auf den Weg gemacht haben, spanische Städte, Barcelona sicherlich zu nennen, aber eben auch Delft. Und inwieweit seid ihr europäisch vernetzt und inwieweit wollt ihr eure Idee auch europäisch verbreiten? Ich meine, wir machen das ein bisschen mit unserer Public Money, Public Code Kampagne, aber habt ihr da auch sozusagen Bestreben, einmal aus Dortmund heraus, aber auch die KGST. Ich meine, ihr seid ja auch in Österreich und in der Schweiz aktiv. Richtet ihr euch auch noch an andere Länder oder wie ist so der Rahmen, in dem ihr da aktiv seid? Vielleicht fangen wir mit Eduardo diesmal an, dann kannst du ein bisschen deine Stimme schon, Christian. Genau. Soll ich auf Deutsch oder auf Englisch antworten? Gerne auf Deutsch, ja. Okay. Genau, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind ja auf jeden Fall im Dachbereich aktiv, also auch in Schweiz und Österreich. Restliches Europa, da werfen wir auch mal wieder einen Blick da drauf. Also wir haben gerade die Beispiele aus Barcelona und so, die haben wir im Blick. Und ich meine auch, es ist wieder ein bisschen her, aber ich meine auch im ersten Bericht mit eingebunden ein bisschen als interessante kommunale Beispiele. Genau, also aber die KGST ist eben
vor allem in dem Dachbereich aktiv. Ja, also meines Wissens nach gibt es da jetzt keine weiteren Bestrebungen, so stark weiter in die EU zu gehen. Aber das müsste ich sonst nochmal intern absprechen. Da können Sie mir gerne sonst auch nochmal eine E-Mail schreiben. Und ja, wird dann möglichst bald darauf antworten. Ich ergänze das gerne aus unserer Sicht. Also DOFOS als Dortmunder Initiative ist natürlich vor allen Dingen kommunal orientiert hier vor Ort. Es ist ein Riesenhighlight für mich persönlich, dass wir mit unserer lokalen Arbeit auch was für andere Kommunen machen können. Bietet sich bei dem Thema ja im Grunde auch an, da die Kooperation zu suchen. Aber wir sind ja erstmal dann lokal begrenzt hier, daher ja auch der Name. Ich freue mich jetzt, wie gesagt, sehr stark über diesen Verbund, der da auch von der KGST sehr stark geformt wird. Als Initiative haben wir natürlich den Luxus aller Freiheiten und hatten da auch schon verschiedene Kontakte in andere europäische Länder tatsächlich, weil diese Bewegung, die wir hier in Dortmund haben, auch dort interessant war. Habe ich mich auch sehr gefreut, dahin was zurückgeben zu können oder auch über Join-Up von der Europäischen Kommission das Ganze zu kommunizieren und verbreitern zu können. Und die Europäische Kommission, die hat ja jetzt auch die digitale Dekade ausgerufen. Das ist auch eine wunderbare Geschichte und Europa bedeutet für mich vor allen Dingen Kooperation. Und zur Kooperation gehört auf jeden Fall Interoperabilität und Open Source. Das macht das ja aus. Und dafür ist aber, so wie ich das bis jetzt gelesen habe, der Finanzansatz von europäischer Seite doch noch sehr, sehr ausbaufähig. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich die digitale Dekade da tatsächlich dann schafft zu entwickeln. Denn sonst ohne Interoperabilität werden wir immer irgendwo im Medienbruch oder in proprietärer Software landen. Und dann entpuppt sich das Ganze auch als ein Ergebnis, wie wir es uns vielleicht dann nicht gewünscht haben. Und ansonsten muss man, denke ich, für diese Wege auch auf die offiziellen Institutionen gucken. Das heißt, aus kommunaler Sicht wäre das neben dem Fachverband der KGST der Deutsche Städtetag, der sowas auch weiter mit nach vorne bringen muss. Und dann geht es eben weiter entsprechend über die Ebene der Bundesregierung nach draußen. Das sind ja die offiziellen Dienstwege dann sozusagen. Okay, prima. In dem Zusammenhang auch von Reis, der hier im Chat schreibt, dass er sich auf die Zusammenarbeit freut, der arbeitet im Open Source Program Office der EU-Kommission. Also von daher, vielleicht sind ja hier gleich dann auch die ersten Kontakte gemacht. Eine weitere Frage ist, im Grundgesetz ist die Rechtskategorie des gesellschaftlichen Eigentums angelegt, die bisher aber nicht umgesetzt wurde. Könnte dies im Rahmen der freien Software für Kommunen jetzt angegangen werden? Ich würde die Frage mal öffnen für das Panel. Mag sich jemand dazu oder hat jemand eine Position dazu? Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch keine Position dazu, aber gut. Dann wäre die Frage nochmal von Oliver Rack von der OPP-Initiative, der fragt, ob die Vorgeschichte zu diesen ganzen Open-Themen in NRW auch geholfen hat, euren Weg sozusagen ein bisschen einfacher zu gestalten. Also war die Vorarbeit, ging ja viel um Open Data und sowas, hat das geholfen, auch, ich sag mal, das Verständnis für Open Source etwas einfacher herzustellen oder würdet ihr sagen, dass das gleich schwer war? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich selber auch schon häufig gefragt. Welche Bausteine waren lohnend und welche waren nice to have? Das weiß man ja bei so einer Arbeit nicht unbedingt. Ich habe auf jeden Fall, also da gab es jetzt keine direkte Berührung mit dem Open Government Netzwerk. Da kommt die Frage ja her. Aber es ist sicherlich so, dass man doch spürt, dass dieses Thema aus immer mehr unterschiedlichen Richtungen von unterschiedlichen Akteuren gespiegelt wird. Und dadurch ist, glaube ich, auch schon eine gesellschaftliche Dynamik entstanden. Also wir haben heute eine ganz andere Debatte als vor 5 Jahren.
Das muss man ja sagen, da ist eine größere Eigenständigkeit in der Diskussion entstanden und immer mehr Akteure springen auf den Zug auf. Hat natürlich auch die Herausforderung, dass man es schafft, das Thema sauber zu halten, auch in den Begriffsverständnissen. Aber so würde ich es erstmal beantworten. Es gibt ein stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein, wie wichtig die Frage von Open ist. Also ich würde es vielleicht auch noch ergänzen aus meiner persönlichen Erfahrung. Also es ist auf jeden Fall, ich sag mal, deutlich einfacher, mit Menschen über freie Software zu reden, die vorher schon mal was von Open Data gehört haben oder mit diesem Open-Begriff in irgendeiner Art und Weise was anfangen können. Also das ist auch meine, ich sag mal, Lobby-Erfahrung. Von daher, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Genau. Dann die ersten verabschieden sich schon. Also das ist natürlich, wie gesagt, wir überziehen hier auch, ob der Fragen, die wir gerne noch beantworten wollen. Wie gesagt, wir stellen danach die Veranstaltung noch online zur Verfügung, bleiben mit Ihnen in Kontakt und mit der Mailingliste. Also Sie verpassen jetzt nicht wirklich viel, wenn Sie gehen. Von daher können wir voll verstehen. Ansonsten für die, die noch bleiben wollen, wir würden noch die Fragen zu Ende beantworten. Es ist, glaube ich, noch eine oder zwei und dann sind wir dann auch durch. Und zweiten jetzt noch eine Frage nochmal zu München zurück, und zwar ein Learning von München war, dass sie damals eben auch eine allumfassende Inventur gemacht haben, also sich mal eben anzuschauen, was sie eigentlich benutzen, welche Abhängigkeiten da entstehen. Hat denn sowas in Dortmund auch schon stattgefunden oder soll sowas mal stattfinden? Und falls es schon stattgefunden hat, gab es da irgendwelche Überraschungen oder seid ihr über irgendwas Verrücktes gestolpert oder steht euch das noch bevor? Christian. Sowohl als auch. Also im Prozess der Erarbeitung des ersten Sachstandsberichts haben wir mal aufgelistet, welche Open Source Software schon überhaupt eingesetzt wird bei der Stadt Dortmund. Und für uns als Initiative wenig überraschend, die Kommunalverwaltung funktioniert überhaupt nicht ohne den Einsatz von freier Software. Das gibt es schon an sehr vielen Stellen. Für die nutzenden Personen häufig gar nicht so sichtbar, weil viel davon mehr im Backbereich dann eingesetzt wird. Insofern haben wir so eine Liste darüber. Gab es jetzt keine Überraschungen. Und das große Learning nach so einer Inventur ist aber, glaube ich, dass viele Produkte auch schon in die Jahre gekommen sind. Und das habe ich ja gerade auch schon mal angerissen in meinem Vortrag. Das ist der nächste Schritt, der aus meiner Sicht kommen müsste, dass man diese Initiative zur digitalen Souveränität insofern ernst nimmt, als dass man sie auch als Chance begreift zu einer umfassenden Verwaltungsmodernisierung, denn die ist unbedingt nötig, nicht nur aus Usability-Gründen, nicht nur aus Gründen der Benutzungsästhetik vielleicht auch dahinter, sondern auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, dass wir ein großes Fachkräfteproblem auch in den Verwaltungen haben und dass wir uns Medienbrüche auf keinen Fall mehr leisten können. Insofern müsste dieser Schwung jetzt als nächstes kommen. Und wenn man eine funktionierende Verwaltung haben möchte, führt da aus meiner Sicht auch gar keinen Weg mehr dran vorbei. Okay, und dann haben wir noch eine Frage von Sarah und möchte sie wissen, ob es sozusagen, es geht so ein bisschen in diese Richtung Open Code Repository, glaube ich, die also wie eine Liste zu veröffentlichen von der Software, die ihr einsetzt und nutzt. Macht ihr sowas? Gibt es da irgendwie Best Practice, also dass ihr vielleicht auch sagt, manche Software funktioniert ziemlich gut, mit anderer, die rumpelt vielleicht ein bisschen. Habt ihr da eine Übersicht oder plant ihr sowas zu haben? Oder reicht euch das mit diesem Open Code Repository dann aus? Also die Arbeit, also das Open Code Repository, das ist schon das zentrale Instrument, das wir jetzt im öffentlichen Dienst haben. Und wir haben, wie gesagt, diese Inventurliste und die liegt auch offen. Die ist auch bei uns im Blog verlinkt. Oder wenn man die Präsentation jetzt später bekommt, einfach da auf den Link klicken des ersten Sachstandsberichts, dann kommt man dahin. Das ist da mit Teil davon. Und ansonsten sind genau diese Fragen jetzt, glaube ich, die vor uns liegen und wo genau eine Open Government Konferenz sehr wichtig wäre, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von den unterschiedlichen Akteuren mal zu hören, zusammenzubekommen
und dann auch den weiteren Weg gemeinsam festzulegen. Denn ab hier gehen wir alle gemeinsam einen neuen Weg. Und da werden auch viele Fragen dann nochmal neu zu beantworten sein oder auch manche Bedürfnisse nochmal neu zu identifizieren sein. Prima. Die Fragen aus dem Chat sind jetzt soweit alle beantwortet und damit gebe ich jetzt nochmal für finale Worte an Johannes. Ja, dann Dankeschön, Alex. Viele finale Worte werden das jetzt auch gar nicht mehr sein. Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier dabei gewesen sind. Herzlichen Dank für Ihre Fragen, die Sie gestellt haben. Danke natürlich auch an euch, Christopher, Christian und Eduardo und Alex, selbstverständlich an dich auch, hier heute dabei gewesen zu sein. Ich glaube, Schwung brauchen wir, hat Christian vorhin gesagt, und Schwung, glaube ich, hat uns diese Veranstaltung auch ein bisschen gegeben heute, um mit dem Thema freie Software in Kommunen voranzukommen, um sich zu vernetzen, Perspektiven zu eröffnen. Ich habe gerade schon die ersten E-Mails aufpoppen sehen, wo sich Leute jetzt aufgrund unseres Screenshots auf der neuen Mailingliste registriert haben. Das ist sehr schön. Ich sage nochmal, Sie brauchen das nicht zu machen. Wir werden Sie dort subscriben und wenn Sie das nicht möchten, einfach die entweder jetzt in den Chat schreiben oder den Bestätigungslink dann nicht anklicken in der E-Mail. Danke, dass Sie so lange geblieben sind. 17 Minuten haben wir überzogen. Jetzt wollen wir es nicht noch länger machen. Für Sie noch einen ganz schönen Abend und wir werden auf die andere oder eine Weise bei Zeiten bestimmt wieder zusammenkommen. Vielleicht noch eine Sache ganz zum Schluss. Sie bekommen nächste Woche, spätestens in den nächsten Tagen, noch ein Follow-up von uns mit dem Video-Mitschnitt, also wo es verlinkt sein wird auf unseren Plattformen und auch mit den Präsentationen. Dann Ihnen allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Mhm.